Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Daniel Schun ist bei mir nach der 0-1-Niederlage in KSC. Daniel, vielleicht einmal kurz vorab, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, wir sind gut in die Partie gekommen. Wir waren sehr spielbestimmt. Wir haben den Gegner vor große Probleme gestellt, gegen den Ball zu arbeiten. Wir waren durch immer bis zum letzten Drittel. Aber da waren wir nicht sauber. Wir haben keine guten Aktionen gehabt. Zum Tor hin im 16er kaum Möglichkeiten und entsprechend dann auch 0-0 zur Pause. Dem Gegner nichts zugelassen. Zweite Halbzeit wollten wir mit etwas mehr Geduld agieren, aber auch schon die Räume dann nutzen und auch bespielen, die der Gegner uns dann gibt. Und wie es dann im Fußball ist, heute ein Standard wieder spielentscheidend, nur leider gegen uns. Da hat die Zuordnung bei uns nicht gestimmt und entsprechend schießt der Gegner dann ein Tor. Wir haben dann versucht, noch mal ein paar Möglichkeiten uns herauszuspielen, hatten noch zwei Lattentreffer oder einen Pfostentreffer auch im Vorgang vor dem 0-1. Insgesamt, klar, sind wir enttäuscht, aber es wirft uns nicht um. Du hast es schon angesprochen, in der Box haben dann die Chancen gefehlt. Das war auch in den letzten Spielen immer mal wieder so. Dann habt ihr es über Standards aber gelösen können. Warum ist das so, dass deine Mannschaft es irgendwie selten schafft, in der Box sich mehrfach Chancen zu kreieren oder dann wirklich gefährlich vor das Tor zu kommen? Ja gut, in den vergangenen Wochen war es so, dass wir ja immer Richtung Box kamen, aber dann wurde der Angriff unterbunden und dann haben wir auch Standardstore oder resultierten Tore aus Standards. Wir wussten, dass wir gegen Karlsruhe wenig bekommen, weil die Viererkette, hatte ich ja im Vorfeld schon gesagt, die verteidigt gut. Wir hatten in der ersten Halbzeit nur den Ball mit Alba, die Flanke, den kann man setzen, besser setzen mit dem Kopf. Und in der zweiten Halbzeit war halt auch nicht viel. Wir hatten zwei, drei Torabschlüsse, die waren aber nicht so gefährlich, dass der Torhüter Probleme hatte. Aber das ist was, daran müssen wir arbeiten. Die größte Schwierigkeit ist halt das Spiel mit dem Ball, gegen den Ball. Kann man verteidigen, das haben wir wieder gut gemacht. Wir haben kaum was zugelassen, wir haben leider durch einen Standard ein Tor gekriegt, immer noch nicht aus dem Spiel heraus. Das heißt, wir wissen zu verteidigen, aber unsere Ballqualität muss sich erhöhen. Kannst du auf das Gegentor nochmal zu sprechen kommen? Was hat da genau nicht gepasst? Ja, zum einen ein bisschen unglücklich, die Situation abzupfeifen. Es ist eine 2-gegen-1-Situation von uns gegen den Offensivspieler von Karlsruhe. Wir gewinnen den Ball, der Ball wird kurz eingeklemmt und dann kommt sofort der Pfiff, der Schiedsrichter hat es unterbunden. Dann kam die Standardsituation, die Zuordnung hat nicht gepasst, die Raumaufteilung hat nicht gepasst, weil es gibt Räume, die wir anders verteidigen als bei Ecken. Ja, und in dieses Muster spielte dann Karlsruhe direkt rein und da haben wir gepennt und das darf nicht sein. Du bist mit Tim Danneberg gestartet, hinter den Spitzen. Kannst du da nochmal die Idee erklären, was du da der Plan war? Ja, wir hatten schon in der Analyse gesehen, dass es Möglichkeiten gibt, diesen Zehnerraum zu bespielen. Das heißt, zwischen gegnerischen Abwehrreihe und der Mittelfeldreihe, dass da große Lücken entstehen könnten. Wir wollten dann unsere Zehner oder vielmehr unsere Außenstürmer häufig in den Raum reinholen. Das klappt ganz gut mit dem Ennis von der einen Seite, der ja sonst auch immer sich in den Räumen bewegt. Und Tim Danneberg macht das auch sehr häufig. Marcus Alvarez fällt oft zum Ball und dann braucht man natürlich jemanden, der immer die Tiefe dann auch sucht. Und das ist sicherlich was prädestiniert ist für Tim. Und das hat uns in der ersten halben Stunde ist uns das ganz gut gelungen. Aber das waren dann die Gründe, um Tim spielen zu lassen. Was auch auffällig war, dass die Außen mit dem Ball immer sehr weit vorne waren und Uli Taffershofer sich dann so mit als dritter Innenverteidiger zurückfallen hat lassen. Das war eigentlich auch dann die Idee, spielerisch dann da Lösungen zu finden, um in den 16er zu kommen? Ja, das war erstmal brauchten wir ihn als dritten Spieler, dann haben wir ihn in die Dreierkette geholt, um gegen die zwei Spitzen zu eröffnen. Und somit mussten beide Spitzen viele Wege gehen. Dann hatten wir gute gegenläufige Bewegungen. Das heißt, wenn unsere Flügel reingekommen sind, waren unsere Außenverteidiger hoch. Das war dann von Vorteil, weil wir damit das Zentrum gebunden haben und konnten damit Diagonalbällen dann die eine oder andere Situation bespielen. Das sah auch ordentlich aus und war auch gut, aber was danach kam, war dann Ballannahme, Mitnahme, Passspiel, Flanke. War dann weniger Qualität. Am Ende hast du es gerade schon angesprochen, hast es dann doch nochmal mit der Brechstange in Anführungsstrichen versucht, erst mit Luca Pfeiffer und dann mit Steffen Tigges noch. Warum hast du Enes Uwain noch rausgenommen? War der verletzt oder hatte das einen spielerischen Hintergrund? Ja, letztendlich ging es ja dann darum, das Mittelfeld oder die Räume schnell zu überbrücken mit einem tiefen, weiten Ball. Und Enes ist dann weniger der Spieler in der Box, der zu diesem Ball fallen kann. Sicherlich auch nicht derjenige, der die Bälle von hinten vorbereitet. Und demnach, glaube ich, logische Konsequenz. Und mit dem Ball oder grundsätzlich mit seinem Spiel vielleicht auch nicht so optimal, wie er sich das wünscht oder wie wir es sehen wollen. Und daher die Reaktion und auch der Wechsel. Es ist typisch an so einem Tag oder bei so einem Spiel, dass dann auch solche Bälle wie von Uli Taffershofer oder von Marcus Alvarez eher so an den Pfosten oder an die Latte gehen? Also passt das dann ins Gesamtbild? Das weiß ich nicht. Also beim Gegner ging der Ball ja auch rein. Von Alba, wenn er 30 cm weiter rechts ist, dann hält der Torwart ihn oder er geht rein.
Der von Uli vielleicht auch nicht so gut genommen im Abschluss. Das meine ich, da fehlte uns die letzte Qualität. Aber wir hatten ja auch unsere Möglichkeiten. Wir hätten zumindest diesen Punkt hier behalten können. Mit ein bisschen mehr Glück auch dann vielleicht mit den Chancen, die wir hatten, vielleicht dann auch mehr als ein Tor erzielen. Aber das wäre sicherlich dann zu viel des Guten gewesen. Aber eine Niederlage war sicherlich heute absolut zu vermeiden. Welche Rolle spielt es für dich, dass ihr trotz der Niederlage jetzt den dritten Platz behaltet? Ja, ist zumindest die Möglichkeit, von der Position aus weiter zu klettern. Und das ist dann schwieriger, wenn man viel mehr Mannschaften vor sich hat. Und so ein Ergebnis, ja, so ein Spiel wirft uns ja nicht um. Wir wissen um unsere Qualität, wir wissen, dass wir unser Spiel verbessern müssen. Und ja, mit entsprechend, klar, 17 Mannschaften im Rücken agiert es sich auch leichter. Wir wussten, dass irgendwann ein Tag kommt, dass wir vielleicht dann auch nicht als Sieger vom Platz gehen. Hätte es mir zu einem späteren Zeitpunkt oder auch in einem etwas schwächeren Spiel von uns gewünscht. So ist es jetzt erstmal. Dass wir mit dem Tabellenplatz vielleicht leben können, aber der ist ja auch nur relevant am letzten Spieltag. Bist du am Ende jetzt auch vielleicht froh, dass man nicht mehr davon spricht, dass ihr eine Unbesiegt-Serie sozusagen habt? Ach, darauf muss ich mich ja nicht einlassen. Also wenn darüber geredet werden will, dann sollen das alle machen. Es beeinflusst nicht meine Arbeit und auch nicht unsere Gespräche mit der Mannschaft oder auch unsere Spielidee. Wir freuen uns über jede positive Bilanz, aber vielleicht finden auch jetzt alle wieder die negative Bilanz, dass Karlsruhe hier seit 30 Jahren nicht verloren hat und wie auch immer. Also das kann ja jeder bedienen, wie er möchte. Geht es jetzt eigentlich mit dem Programm für die Mannschaft anders weiter nach einer Niederlage, als wenn ihr jetzt gewonnen hättet? Oder wie geht es jetzt weiter zur Vorbereitung fürs nächste Wochenende? Ja, wir werden natürlich morgen in die Analyse gehen und über Dinge reden, die heute uns nicht gut gefallen haben. Aber das machen wir auch bei Spielen, wo wir verlieren. Wir wollen relativ schnell auch einen Haken dran machen, weil was gestern war, interessiert uns dann morgen nicht mehr. Und da geht es jetzt Idee Richtung Zwickau zu entwickeln, morgen auf Zwickau zu gucken, in meiner Person. Und alles andere reicht dann erstmal. Alles klar. Danke, Daniel.